Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Karte auf den Marsch. Wir werden jetzt die Lagebau mitbringen. Zur BGA Nord. Sagt mal so, ne? Nord wird sein. Schlitter sind nicht durchfahrbar, der eine schon, Schranke nicht. Macht aber nichts, wir werden trotzdem fahren. So, BGH, BGH Nord, gute Frage jetzt. Das ist Richtung Süden aber, ne? Wenn ich alles täuscht. Da ist der Händler, da müssen wir drehen. Drehen wir gleich. Dann werden wir nachher gleich Dünger verarbeiten. Jetzt haben wir auch eine Geschwindigkeit auf. 5 werden wir so in Zukunft nicht mehr fahren können, wenn Ziel aktiviert ist, dann haben wir Stress, in Anführungszeichen. Dann muss es die Arbeit geschafft werden. Wachstum stoppen wird dann auch nicht mehr gehen. Geht hier aber aktuell auch nicht. Ist durch den anderen Mod deaktiviert. Das war die Zeitvorgabe. Oh. So, BGH ist nicht rechts. Ah, mal zurückfahren. Auch die BGH ist geradeaus zu. Doch rechts. Da wollen wir hin. Aber nicht mit Acker fahren. So. Ja, so der Plan, ne? Das Geld auf dem Konto könnte für Feld 3 reichen, könnte. Bin mir nicht ganz sicher. Und wenn nicht, ja, weiß ich noch nicht genau. Da liegen noch ein paar Ballen, außerhalb des Triggers. Aber ich sehe alles schön. Läuft hier noch alles. Sieht nicht so aus. Leer. Schlecht. BGH schlecht ist schlecht. Rückwärts fahren. Fahrer noch mitnehmen. So. So. Gut, haben wir noch geschafft. Wollt die beiden unbedingt rauf haben, damit der ausladen kann. Und zwar möglichst viele im Ticker reinpacken. Möglichst viele. Ja. Und Z. Sollten alle drin sein. So, die BGH läuft. Die andere werden wir gleich drum kümmern mit einer LKW. Die Lage mit dem großen. Erstmal voll machen die BGH und dann den anderen LKW auf den Hof zurückbringen. Und da werden wir nichts kriegen. Dann noch Mehl verkaufen. Dann müsste das Geld bald reichen für Feld Nummer 3. Hoffe jedenfalls. Schauen wir mal, ob es schon reicht. Kurz speichern, immer gut. So, Feld 3, Land. Nö, reicht nicht. Shit. Wie gesagt, wenn wir noch mal verkaufen, dann gleich nicht verkaufen.
Den Milch können wir noch verkaufen, da kriegen wir schon zwei Ladungen voll. Da werden wir in Zukunft hier so ein Fahrzeug besorgen, der einen kleinen Kurs abfahren kann zu beiden BGHs. Aber wäre so ein kleiner LKW nicht schlecht. Oh, da habe ich die Stelle vergessen. Ach nö. Ja, macht nichts. Nicht zu ändern. Aber Gras wächst schon ein bisschen. Gras wächst auch auf dem anderen Feld schon, auf zwei. Dann können wir dann auch düngen. Düngen. Aber erst, gut. Hier haben wir auch noch Silage zur Verfügung. 5000, glaube ich. Ist auch leider schon alle. So, gleich rüber switchen. Zum Düngen. Dann gleich düngen. So, das ist Feld Nummer 27. Ich habe es noch nicht geschafft zu sortieren. Haben wir auch nicht drin. Nur Kalten oder sowas. Gut, das macht nichts. Wir wollen ja eh üben, ne? So, kann er arbeiten. Und der kann auch arbeiten. Jetzt sind beide BGHs hier gut beschäftigt für eine Weile. Für rund 2 Stunden. So. Werden wir auf Innensicht gehen. Ah, Innensicht. So. Jetzt geht das voll zurück. Die große Hitze ist vorbei. Wir hatten heute nur ungefähr 30 Grad. Aber besser wie 37 oder fast 40, das ist ja noch nicht mehr normal. Naja, normal, was ist normal, ne? Aber halt nichts im Aushalten. Hier wächst auch schon wieder schön. Ja, und so eine kleine Aktion wie für Düngen, da brauchst du halt mehrere Maschinen zu, ne? Sonst hast du nachher zeitlich ein Problem. Theoretisch. Bei vielen Feldern. So, kommen wir den Milch. Anhänger. Später, kleine. Können wir Außenansicht machen. Nicht optimal untergefahren. War das nix. Und dran ist er. Leer. So. Muss ich bei der Kuh ranfahren. Dann muss man auch rückwärts ranfahren. Oder? Mal schauen. Nö, 54.000, fast Verladung. Was wird denn so bezahlt?
unser Kuhmilch. Beigezogen. So viel Waren, so viele Dinge, oh je. Ja, Milch, 1000. 1400, Bäckerei. Eier gibt viel, ne? Müssen wir Eier, gucken, ob wir Hühner einfach kriegen. Und ich brauche keinen mehr. Oh. Mittlerweile, oder guckt Mist raus. Ja, normalerweise fahre ich hier nicht lang, aber jetzt ist egal. Das ist eh. So, Bäckerei ist gleich. Naja, gleich. Um die Ecke, ne? Müssen wir noch schaffen. Wertlich düngen noch, ne? Ja, ist ja gerade dabei. Können wir gleich die Wiese kaufen auf Feld Nummer 3. Da hat schon Wachstum durch. Der Mist fährt von der Straße. Ich bin hier gespannt, wie sich die Karte mehr verändert, von dem Gebäude her. Es gibt ja für die meisten schon Gebäude oder platzierbare Objekte. Mal schauen, ne? Jetzt können wir gleich den anderen anspannen. Wenn wir den kurz separieren. Ohne Licht. Siehst du, 45.000. Später werden wir noch ein bisschen Mist, können wir noch eine BGH fahren, wenn wir nur eine Fräse kaufen. Eine Fräse. Und dann können wir das gleich auf Hänger aufladen. Genauso so eine zum Düngen, so ein Güllefass. Können wir auch noch machen. So. Packen, müssen wir nicht. Hey. R und E. Gehen geht mit Gas nicht. So, kaufen ganz kurz. Land. Das kostet. Noch nicht. 655.000 kostet Teil. Nur komm. Dann müssen wir jetzt noch die Milch kaufen. Wir könnten rein theoretisch die Wiese 25 mähen. Werden wir auch tun.
damit wir unseren Nachschub an Silageballen nicht nachlässt. So, dann fahren wir zur Wiese 25. Nebenbei schon ausgewählt, aber wir nacharbeiten. Düngen. Naja. Oh, jetzt haben wir ein Auto angefahren. Oh, nee. Schaden, Versicherung. Bin ja gespannt, wie sie hier bei der FSL geschlagen haben. Sie haben sehr lange geübt und trainiert. Also wenn die Frage ist dabei, wer hat die bessere Strategie, ne? Ich bin aber der Meinung, ist wie beim Fußball. Man kann eher eine Strategie vorgeben und damit Erfolg haben. Oder man muss reagieren, weil die anderen doch was anderes machen als geplant. Oder man bekommt nicht das, was man haben will. Zum Beispiel. So, jetzt sind wir auf Feld Nummer 25. Das heißt, hier werden wir ganz kurz Kurs berechnen. Ja, ein bisschen kleiner machen. 4 Bahnen. Mal sehen, ob das funktioniert. Ja, so, zu dich. Jetzt haben wir das Problem, jetzt hat er 2 Kurse gespeichert. Dann wollen wir ganz schnell löschen. Das gleich normal machen, berechnen. Jetzt bin ich raufgefahren wegen der Pfeile. Das kann aber sein, dass theoretisch es noch Probleme gibt. Aber er zieht da durch. So, jetzt werden wir ganz kurz. Ja, genau. Fahren verloren. Ach, die Milch verkaufen wollte ich da. Die Milch. Genau, da war da was. Fahren wir zurück. Ja, unsere Wiesen sind noch nicht so weit. Kaufen konnten wir nicht. Und mal schauen, ob ein bisschen Geld zusammenkriegen, ne? Das heißt, jetzt können wir noch eine Ladung Milch holen. Und dann werden wir schauen, ne? Ob wir noch so ein Lager haben. Können wir was verkaufen? Wir werden nicht viel haben, aber Business ist noch ehrlich drin. Und dann werden wir das noch hinkriegen mit dem Wiese Nummer 3 oder Feld Nummer 3. Dann können wir noch kalken düngen auf unserer neuen Feld 2 Wiese. Und wir Gas geben. Foto. Aber die sind zu viel Megabyte in meinen Dings da. Anders probieren. Ich fühl mich. Reicht nicht. Kann man auch ein Lager? Ist mir egal. Sollte nicht reichen.
Wenn wir aufhören. Das ist der Nachteil an dem kleinen Teil, ne? Ist quasi schnell, auch recht wendig, weil er keinen Hänger drauf hat. Aber da müssen wir auch noch variieren. Gleich Dünger holen. Dann haben wir noch Feld Nummer 13. Können wir auch noch Gras einbringen. Wie gesagt, es geht darum, dass wir überbrücken. Dass wir sofort mit Ziesen beginnen können, aber jetzt abwerten müssen. Und wenn Ziesen dann beginnt, das ist Saatgut, das geht. So, liebe Vorläufer, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann seid mal Tschüss und den Winkel. Danke fürs Zuschauen. Ja, ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder, ne? Ciao, ciao.